Was geht ab? Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Dieses Mal mit meiner neuen Kamera und ich werde euch heute mitnehmen zum Oberkörpertraining und im Anschluss werden wir richtig brutal Arme pumpen. Wieder mehr als sonst. Dieses Mal trainiere ich mit dem Marco und ich wünsche euch allen viel Spaß. So, da ist er. Moin, moin. Moin, moin. Alles fit? Und selber? Ja. Bereit auf ein Armtraining? Ja, richtig. Passt drauf. Beziehungsweise erstmal ja Oberkörper, ne? Oder du machst da Push. Ich mach Push, ja, richtig. Und danach zusammen Arme. Arme trainieren. Auf jeden. Vor einem geilen Training darf natürlich nicht ein geiler Booster fehlen. Deswegen gönne ich mir den Terminus. Den gibt es in der Balance-Box. Nur in der Balance-Box. Ich habe gerade schon einen reingetan. Für euch mache ich jetzt noch einen rein, ne? Aber dann war es das auch. Nee, sonst kann ich heute nicht schlafen. Und Marco, der macht sich jetzt auch ein. Na, würde ich sagen, es wird Zeit. Und oft mache ich mir ja einfach einen Booster. Also wenn ich den mit zum Training nehme, dann mache ich mir den erst nicht erst fertig und so, sondern ich nehme mir einfach einen Scoop ab in den Mund, Wasser hinterher. Aber der, da ist das echt eine Verschwendung, finde ich, weil der halt mega lecker schmeckt. Auch nach Cola, Cola Kirsch. Und deswegen gönnen wir uns den erstmal genüsslich vor dem Training. Und dann geht's los. Das schmeckt echt richtig gut. Schmeckt ähnlich wie Center Shock Cola. Also ja, einen säuerlichen Abgang, aber ist auch sehr süß, also wie du schon sagst, den kann man auf jeden Fall gut trinken beim Training. Ja, Center Shock Cola, genau. Das ist mir vorher nicht eingefallen, aber den Geschmack hatte ich auf jeden Fall. Säuerlichen Geschmack im Abgang so ein bisschen. Aber es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ey, nicht zu viel davon, ne? Sonst kannst du heute nicht schlafen. So, als allererstes, ne, wie immer, schön aufwärmen. Nicht vergessen und nicht vernachlässigen, Freunde.
So, jetzt sind wir fertig mit dem Oberkörper. Jetzt fangen wir mit den Armen an. Wir fangen erstmal mit der Langhantel-Bizeps-Curl-Übung an. Erstmal ein bisschen aufwärmen. Ohne Gewicht, einfach nur die Stange. Dafür machen wir 200 Wiederholungen. Spaß.
Ja. Das war heute wieder so ein richtig langes Training, aber es hat unglaublich Spaß gemacht, denn es macht immer Spaß, wenn man viele Übungen für die Arme macht, aber das mache ich natürlich nicht immer. Ich mache eigentlich immer nur eine bis zwei Übungen für die Arme und dann halt dreimal in der Woche. Ja, Marco ist jetzt schon weg und ich muss dringend auch nach Hause, denn ich habe ultra den Hunger. Und ich habe mich heute übrigens verletzt am scheiß Handgelenk, ey. Ich hoffe, das ist morgen oder übermorgen weg, denn das nervt echt unglaublich. Vor allem beim Seitheben habe ich das gemerkt. Boah. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt weg. Auf Wiedersehen.